Rund 10.000 Tonnen Asphalt werden bis Mitte kommender Woche auf der Bauernautobahn zwischen Langenholthausen und Garbeck verbaut. In rund 3 Wochen könnten die umfangreichen Arbeiten abgeschlossen sein. Das Besondere daran ist, dass die Asphaltschicht komplett über eine Breite von 6,80 Meter aufgetragen wird. Damit entstehen keine Fugen, in die später Wasser eindringen und der Frost den Asphalt aufbrechen kann. Eine längere Nutzungsdauer soll die Folge sein. Die jetzt aufgetragene Asphaltschicht ist 10 cm dick. Die Binderschicht wird 6 cm und schließlich die Deckschicht 4 cm dick. Beim Auftragen hat der Asphalt noch eine Temperatur von rund 160 Grad. Nur 20 Grad unter der Temperatur beim Abholen aus dem Mischwerk. Circa 300 Sattelzüge befüllt mit Asphalt sind insgesamt erforderlich. Erhebliche Behinderungen gab es und wird es für die Anlieger geben. Die Asphaltierungsarbeiten der rund 2,3 Kilometer langen Strecke sollen kommende Woche abgeschlossen sein.